Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator. Ja, also ihr seht, also erstens schon mal, es regnet, wir haben uns das gewünscht und letztes Mal, wo ich dann aufgehört habe, hat sofort angefangen zu regnen. So, und heute auch ohne Musik, sondern mit einer wunderschönen Stimme nebenher. Oh, das hast du schön gesagt. Ja, denn nämlich der Deus Ex ist wieder da und ich bin so glücklich. Yep. Helft dir ja gerne, weißt du. Ja, finde ich wunderbar. Nein, ja. Also, heute verzichten wir auf die Musik und dafür, haben dafür aber jemanden da. Dafür habt ihr einen anderen Flötenspieler hier. Genau. So. Es regnet. Ich bin gerade verbrannt. Wow. Und tatsächlich regnet es. Ich finde das so wunderbar, mal wieder im Regen zu fahren. Ja, ist so schön. Es war einfach so, von wegen, es hat nie geregnet, weil die Regenwahrscheinlichkeit war viel zu gering. Okay. Und dann habe ich so hochgestellt, dachte so, von wegen, gut, vielleicht kommt es ja noch. Aber es kam einfach nicht. Und dann, ja, dann habe ich halt zum Ende der Folge, habe ich mich halt hier schlafen gelegt, damit wir dann jetzt ordentlich losfahren können. Du hast dich schlafen gelegt? Ja, man muss hier ab und zu Ruhepausen machen. Achso, ach cool, wusste ich gar nicht. Ja, weil du sonst zu müde wird, dann kriegst du Strafe. Strafe? Ja, wegen nicht einhaltender Ruhezeiten. Ach du Scheiße. Ja, ja. Nee, und dann habe ich. Was für ein Kack ist. Und dann ist halt die Aufnahme, habe ich halt beendet, so während der Schlafen geht, weil es so cool ist und so, weißt du. Mhm. Und ich habe danach noch gesehen und naja, dann hat es angefangen zu regnen. Das ist richtig schön Cliffhanger reingemacht, wa? Mhm. Sehr so, schön. Wir fahren, ich glaube, ich habe gedacht, wir fahren noch ein paar kürzere Strecken. Dann fahren wir jetzt von Dresden nach Magdeburg heute. Nach Magdeburg willst du fahren? Ja. Ist aber ein ganz schön Weg vor dir, wa? Nee, eigentlich nicht. Der ist relativ kurz. Ach so. Also hier ist das kurz. Ich bin nicht so gut in Geometrie. Ich auch nicht. Aber Geometrie, Alter. Ja, ja, klar. Nee, ich hätte auch nach England fahren können, aber der Weg wäre dann schon wieder so ewig weit gewesen. Oh. Da hätte ich wieder dann 3-4 Folgen gebraucht, bis ich mal da bin. Und ich habe ja gesagt, von wegen, ich will mal ein paar kürzere machen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe mir die Demo ja auch schon mal runtergeladen, ne? Ja. Und da habe ich mal aus Jux und Tollerei, habe ich mal in Bremen gestartet und sollte nach Hamburg fahren. Ja. Und anstatt dann links auf die Autobahn raufzufahren, bin ich rechts rumgefahren. Und habe erstmal eine halbe Stunde völlig umsonst einen falschen Weg gefahren. Oh, hast du das Navi nicht angehabt? Doch, beziehungsweise nein, weil ich nicht wusste, wie das funktioniert. Ach so. Und meine Tastatur spinnt gerade rum, was ich ätzend finde. Boah, Leute, Mann! Boah, ey, ich glaub's nicht. Hallo. Gesittet. Ich hab ein Verbot gekriegt zu fluchen, ja. Ey, erstens habe ich nicht geflucht. Und zweitens, es ist einfach krass. Darüber kann ich mich jedes Mal aufregen. Würde ich ja ein Auto rammen, ne? Ja. Würde ich eine Strafe kriegen. Wegen einem Unfall. Mhm. Oder wenn ich über Rot fahre. Okay. Aber wenn dann die Leute so scheiße fahren und mir, obwohl ich einfach hätte rüberfahren dürfen, weil er wäre über meine Fahrbahn gefahren, heißt, ich hätte doch Vorfahrt gehabt, richtig? Ach, das hat mir damals in der Fahrprüfung schon das Genick gebrochen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich hätte jetzt Vorfahrt gehabt und er hat sie mir genommen und ich wäre fast gegen ihn gefahren und ich hätte die Strafe bekommen. Ich weiß das. Hm. Das ist jetzt. Ja, das ist krass hier. So. So, du komm rein. Ich will auch fahren. Los. Ja, also ich könnte, entweder würde ich fahren jetzt in dem Sinne 4,5 Endgame-Stunden und 286 Kilometer nach Magdeburg oder nach Fümauf oder wie das Gefühl aus, nach Großbritannien. Okay. 1430 Kilometer Fahrtstrecke. Ach du Scheiße. 60 Kilometer Seeweg. Ach du. Ach, und fährst du da auch über eine Fähre, ja? Ja, ich kann auch mit Fähre und mit dem Zug fahren. Ach, mit dem Zug auch noch? Ja. Geil ist das denn? Ja, das ist halt immer da kann ich halt hinfahren mit Zug und Boot, wenn ich nach England fahre, so Vereinigtes Königreich. Sehr schön. Ja, und du hattest schon auch noch nicht dass du nach Osteuropa konntest, ne? Nee, wie gesagt, bei mir war ganz Deutschland freigespielt, also ich konnte in jeder Stadt starten in Deutschland. Aha. Und halt in jeder Stadt von England. Aber so Osteuropa und was auch sonst immer, auch Italien und so eine Scherze, Spanien, konnte ich alles nicht fahren. Also die Strecken, die es hier gibt, also die Länder sind das einmal das Vereinigte Königreich, Frankreich, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Deutschland, okay. Schweiz, Italien, Österreich, Tschechische Republik, Polen, Slowakei und Ungarn.
Das ist aber merkwürdig. Das heißt ja Euro Truck Simulator, ne? Gehört doch alles zu Europa dazu, oder nicht? Ja, ja, aber Italien, Spanien auch. Ja, im Grunde genommen gehört sogar Norwegen zur EU. Das heißt, normalerweise müsstest du auch in Norwegen fahren. Vielleicht kommt das noch in einem Update, weil jetzt zum Beispiel kam ja dieses Going East Update, was ich mir gekauft habe. Okay, auch hast du extra gekauft? Ja, ja, klar. Warum nicht? Und dann kam halt dieses Ungarn und Slowakei kam, glaube ich, erst dazu. Ach so, ach cool. Und hier auf der Karte sind noch so einige Dinge, sind wohl schon vorgezeichnet. Sieht für mich zumindest so aus. Zeige ich dir gerade mal. So. Das sieht so aus, als wenn da noch was kommen könnte. Ich weiß es noch nicht. Wäre ja schon cool eigentlich, ne? Ja, ich würde mich echt freuen. Ja, glaube ich. So, wie gesagt, ich meine, du spielst das ja auch gerne, das Spiel, ne? Ja, klar, auf jeden Fall. Wir fahren auf jeden Fall gleich 22 Tonnen Äpfel nach Magdeburg. Wie viel? 22.000? Tonnen. Also 22 Tonnen. Tonnen, ich habe 1000 verstanden. Ja, nee, wir fahren Tonnen. Weißt du nicht, wie viel so ein Apfel wiegt? 7 Gramm? Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe auch keinen Plan. Ich fand das ganz witzig. Weil es ja, wie gesagt, regnet. Mhm. Und ich demnach kaum was sehe, weil der Scheibenwischer, der funktioniert auch nicht so, wie er soll. Also er funktioniert schon, aber... Ja. Nicht so, wie er soll. Und was ich ja cool finde, ich habe ja immer den Frühling gehabt, ich bin da schon nicht umgefallen, aber war zu langsam. Mhm. Okay. Jetzt habe ich erstmal ein dickes neues Fahrwerk drin, seit ein paar Folgen. Mhm. Dadurch kann ich erstens weniger umfallen, habe ein besseres Handling. Okay. Und ich habe einen 700 PS Motor drin. Ach was, oh, das muss ich auch sagen, das ist ja auch ätzend, ne, bei dem Spiel. Du kriegst ja die Möglichkeit nach deinem, ich weiß nicht, also in der Demo ist das so, nach dem ersten Auftrag, den du fährst, kannst ja, kriegst du so einen Rundflug über deine erste Zentrale und so eine Scherze. Mhm. Und dann sagt er dir, wenn du anfängst wieder zu fahren, dass er ein Dingsens freigeschaltet gefunden hat. Ne? Ja. So ein Autohändler. Genau. Ja. Und dann gehe ich da oder fahre da beziehungsweise fahre da hin, gucke mir so die Trucks an und auf einmal sehe ich dann, guck dann nur auf den Preis und guck dann so in meine Geldbörse und denke mir so, ja, leck mich doch fett, das ist ja unfair. Ja, ich habe das ja schon mal vor dem LP gespielt. Ja. Und ich habe dadurch halt diesen Trick, sage ich jetzt mal, gehabt. Ich habe halt so lange habe ich für andere Leute gefahren, bis ich mir Schulden machen konnte. Ja. Für die Bank. Mhm. Dann habe ich mir 500.000 Euro Schulden geholt. Also ein Kredit. Genau, ein Kredit. Warte, ja. Waren das 500.000? Ja, irgendwie, ich glaube, man konnte irgendwie 500.000 so. Und dann habe ich mir dafür halt einen LKW gekauft für 100.000. Mhm. Des Weiteren habe ich mir zwei LKWs für zwei Mitarbeiter gekauft. Okay. Und meine Garage auch nochmal für 100.000, glaube ich, erweitert. Und dann war das Geld natürlich weg. Und du wirst lachen, ich bin jetzt in der 68. Folge, 69, das ist die 69. Folge. Okay. Und ich habe immer noch Schulden. Dein Ernst jetzt? Ja. Ich habe nicht mal die Hälfte abbezahlt. Ich habe jetzt noch 337.000 Schulden. Ach du Scheiße. Von 500.000, ja. Hm. Und wir werden jeden Tag um 12 Uhr, sage ich jetzt mal, werden mir 8.000 abgezogen. Für meine beiden Kredite, sage ich mal, zusammen. Ach, du hast zwei Kredite aufgenommen? Ja, weil man der höchste, den man aufnehmen kann, ist 400.000. Ach so. Und dazu habe ich halt einen 100.000er dazugenommen. Ah, da würde ich meinen so 69 Euro ganz schön hart, meine Fresse. Ja, und ich könnte jetzt halt, wenn ich genug Geld verdient habe, hätte ich ihn schon längst abbezahlen können, wenn ich gut fahren würde. Hm. Naja, wenn. Aber das kennen wir aus anderen Sachen. Genau, und ich gucke gerade nochmal, ich war ja zu Reddit schon, und ich habe da eine Kredit, den ich für 100.000 hatte, da muss ich noch 39.000 zurückzahlen. Mhm. Und der würde sich automatisch abzahlen, sag ich jetzt mal, in 14 Tagen noch. Okay. Der zieht mir pro Tag 2888 ab. Okay. Und der andere, da muss ich noch 297.000 zurückzahlen, der bräuchte noch 52 Tage. Und der pro Tag 5700. Und das sind 8678 am Tag. Oh Mensch. Boah, fies. Ja, und wenn ich die halt nicht zahlen kann, habe ich Minusgeld, ne? Naja, gut. Aber dann, du fährst ja, weil du... Ne, einen Kredit nimmst du ja auf, damit du dir erstmal was leisten kannst. Genau. Und im Grunde genommen hast du das ja auch. Genau. Und jetzt spare ich gerade auf weitere 100.000, um meine Garage zu erweitern. Also nochmal? Ja, genau, damit ich noch mehr Mitfahrer haben kann. Hm. Weil die bringen mir nochmal extra nebenbei Geld ein. Okay. Die können genauso wie ich leveln und demnach entsprechend, glaube ich, auch mehr Geld kriegen.
Da steige ich noch nicht so ganz durch. Auf jeden Fall kriegen die in ungewiss, nicht bremsen, in nicht genauen Zeitabständen bringen die mir noch Geld ein. Auch noch. Ja, wenn ich sie für die richtigen Jobs einsetze, natürlich. Naja, ist klar. Zum Beispiel jetzt habe ich gerade von Lukas 1235 Euro bekommen. Oh, nicht schlecht. Ja. Ja. Ey, ich kriege hier langsam echt das Brechen, ne? Eben war doch noch alles gut. Ja, ist ja auch. Es ist, so gesehen ist ja auch alles gut. Nur der Meister, gegen den ich fahre, Alter, der backt sich hier nur durch die Gegend. Bist du sicher, dass es Backen ist oder ist es eher so Richtung... Nee, das ist Backen, ey. Weil der steht mal quer vor mir, mal rückwärts. Krass. Oh, ich komme schon wieder so gut auf Geschwindigkeit, ich bin unglaublich, ey. Wie viel fährst du ungefähr? Jetzt gerade fahre ich 70. Süß. Ja, das ist voll langsam für das, was ich fahren kann. Ich habe letzte Folge meinen Höchstrekord aufgestellt. Erzähl. Mit Fracht 141 km/h. Was? Ja. Ja, ich hab hier, es gibt hier so eine Option in den, da ist Geschwindigkeitsbegrenzung, dann kannst du nur 90 fahren. Ja, die habe ich schon, so lang, ne? Die habe ich von Anfang an rausgenommen. Okay. So. Und dann, umso besser mein Motor wird, umso mehr kann ich halt fahren. Naja, das stimmt. Und mit 140 bin ich über die Autobahn gebrettert. Das hättest du sehen müssen. Kriegst du da eigentlich gar keine Geldstrafe, wenn du zu schnell fährst? Nicht, wenn ich an den Schildern vorbeifahre, wo die Höchstgeschwindigkeit aufgehoben wird. Ah, gut fertig. Ja klar, nee, es gibt ja hier logischerweise Geschwindigkeitsbegrenzung, und wenn ich zu schnell fahre, dann bezahle ich, glaube 400 oder so. Oh, zu scheiße. Also das ist extrem teuer, ja. Nee, und ich muss halt immer darauf achten, dass ich gar nicht zu schnell fahre, weil wenn sie die Geschwindigkeit ein bisschen drosseln gerade, dann muss ich echt. Oh, ja, tanken ist fast leer, ja, ich will gleich tanken. Ist voll teuer übrigens. Na, es geht, außer du fährst nach Ungarn oder Polen war das, glaube ich. Da ist 1,41. In Bremen, also in der Demo in Bremen auch. Ja, nee, da ist bei mir immer 1,46 oder 1,49. Okay. Nee, und du musst ja halt immer gut aufpassen, wie schnell du fährst wegen Blitzern und sowas. Naja. Also du bist hier richtig geblitzt, das ist extrem krass. Und ich würde gerne vorbeifahren an diesem komischen LKW, aber ich sehe nicht, was vorne jemand kommt. Ah, Fernlicht, genau, hilft. Ach, das finde ich sowieso, muss ich ganz ehrlich sagen, da lobe ich mir das Spiel auch recht für. Das hat ja eine komplette Unterstützung für den Controller, ne? Echt? Mhm. Bei mir hat das nicht funktioniert. Du kannst auch mit dem Lenkrad fahren da in dem Spiel. Ja, stimmt. Ja, bei mir hat das nicht so gut funktioniert mit dem Controller, also kennst du ja immer das Problem bei mir. Ja, ich kenne das. Ja, wie gesagt, ich habe ja nun mal einen professionellen Xbox-Controller. Und ist gewöhnungsbedürftig. Macht aber mehr Spaß, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, klar. Ja. Oh, ja, Leute. Wie gesagt, ist extrem schwer. Ja. Aber oh, die fahren hier auch schon wieder, ey. Ich komme hier nicht voran, weil ich kann hier nicht überholen, weil ständig jemand kommt und die fahren hier, was fahren die, 50 fahren die. Ach, wie süß. Ja, wahrscheinlich wegen dem Regen oder so, ich weiß nicht. Es gewittert hier, es regnet hier durchgehend. Ach, endlich süß, mal, endlich, geil, endlich. Ja. Was? Ist doch richtig geil, wenn es regnet. Ja, finde ich klasse. Wie gesagt, ich habe die Regenwahrscheinlichkeit auf 50% gestellt. Okay. Von ungefähr 5 oder so. Hm. Weil ich mal ein bisschen was anderes haben wollte. Ich bin immer entweder in der Nacht gefahren oder am Tag. Ich wollte mal was anderes haben. Nachtfahrten finde ich trotzdem extrem cool. Ja, die sind richtig gut, auch wenn du manchmal gar nichts siehst. Dafür hast du dein Licht. Ja, und je nachdem wie lustig ich gerade drauf bin, mache ich entweder mit oder ohne Fernlicht. Eben. Und meist ohne. Damit ich nichts sehe. Ja. Aber ich brauche gerade gleich eine Tanke, ich darf nur 203 Kilometer fahren, damit dann bleibe ich liegen. Ah, und der Abschleppdienst kostet auch wieder extrem viel Geld, ne? Ja, ich gucke gerade, wann die nächste Tanke kommt. Oh. Oh. Na, schaffst du das noch? Ich guck gerade, wie lange fahre ich dann nach Magdeburg, wie viele Kilometer? Gerade so, also nach Magdeburg brauche ich noch 182 Kilometer. Ja. Und ich habe noch 200 Kilometer Tank. Und in Magdeburg kann ich tanken gehen. Hoffe ich zumindest. Hauptsache, das schaffst du, ne? Ich hoffe zumindest, dass da eine Tanke ist. Ich denke mal schon, Magdeburg ist eine Stadt. Ja, aber ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es auch in Städten Tanken gibt. Ich guck mal ganz kurz. Da bist du eigentlich auch schon mal über Dörfer gefahren? Normalerweise ja, ne? Ja, klar. Das habe ich nämlich, also, wie gesagt, ich habe ja die Demo gespielt und das habe ich extrem vermisst.
Weil die Dörfer in den Spielen sind immer so liebevoll detailliert dargestellt. Naja. Du wirst lachen, da gibt es keine Tanke. Nee. Doch. In Magdeburg gibt es keine. Da muss doch irgendwo vorher noch eine Raststelle sein auf der U-Bahn. Ne, ich habe gerade geguckt, es gibt keine. Dann bist und du auch in den Städten gibt es keine Tanke. Dann bist du richtig am Arsch. Ja, ich glaube auch. ich habe noch nie keinen Tank gehabt. Ich bin echt gespannt, wie das abläuft. Tja. Irgendwas soll ich gerade erzählen.